Bist du bereit? Es ist soweit. Hier sind die Wings. Wings, du bist stärker als du denkst. Was wir können, kannst du längst. Sei ganz leicht und du beginnst zu schweben. Wings, bist auf einem Sternenritt. Worauf wartest du? Komm mit. Heute wollen wir noch so viel erleben. Bist du bereit? Es ist soweit. Hier sind die Wings. Du auch schon oft geträumt, du kannst fliegen. Deine Runden durch die Lüfte zu drehen, kein Problem. Du musst einfach fest genug daran glauben. Dann wird dir dieser Wunsch bald in Erfüllung gehen. Nichts kann ich jetzt noch halten. Wings, du bist stärker als du denkst. Was wir können, kannst du längst. Sei ganz leicht, wenn du beginnst zu schweben. Die Elfen haben den Angriff der Tricks erfolgreich abgewehrt und Valtors Unterschlupf im Wald der Dunkelheit gefunden. Doch der finstere Magier plant bereits einen neuen Angriff. Kleine Pause. Ich habe mich völlig verausgabt. Du meine Güte, was ist denn hier los? Wieso kämpft ihr miteinander? Keine Sorge, Loquette. Das war kein richtiger Kampf. Natürlich nicht. Weißt du, Walter und ich tragen die Kraft des Drachenfeuers in uns. Und da dachten wir, wenn wir einen Weg finden, meine Kräfte zu bezwingen, müsste das auch gegen ihn funktionieren. Es ist also alles nur ein Training. Flora, du bist dran. Okay, ich versuch's. Aber bitte nicht sauer sein, Süße. Layla, es ist seit alters her Tradition auf Andros, dass die Eltern für ihre Kinder einen Ehepartner auswählen. Ich weiß. Aber die ganzen alten Bräuche sind mir egal. Außerdem bin ich zu jung, um übers Heiraten nachzudenken. Und wenn es soweit ist, suche ich mir meinen Partner selbst. Aber Nabu ist ein reizender junger Mann, Layla. Gut, dann werde ich ihn heiraten, wenn ich ihn liebe. Aber bis dann... Ich hab's. Huh? Ich weiß jetzt, wie wir das Drachenfeuer besiegen können. Tut mir leid, Mami, ich muss los. Dieses Buch beschreibt die Entstehungsgeschichte des magischen Universums. Als in den Anfängen das große Drachenfeuer entstanden ist, hat sich gleichzeitig eine entgegengerichtete Kraft entwickelt. Diese Kraft lag in den Wassersternen, die zu der damaligen Zeit... Tekna, warte mal kurz. Soweit ich weiß, gibt es gar keine Wassersterne mehr. In dieser Dimension wirklich nicht, das stimmt. Und wo gibt es sie dann? Naja, da das Drachenfeuer und die Wassersterne naturgegeben völlig gegensätzlich waren, konnten sie nicht in derselben Dimension existieren, ohne absolutes Chaos zu verursachen. Also musste etwas unternommen werden, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Deswegen haben die vorgeschichtlichen Magier sämtliche Wassersterne eingesammelt und sie aus unserer Dimension entfernt. Wissen wir, wo sie jetzt sind? Ja klar, im Goldenen Königreich. Hä? Okay, und wo liegt das? Das Portal zum Goldenen Königreich liegt am Fuße des Roten Turms. Oh nein, das ist im Wald der Nebelschleier jenseits des Ganzgebirges eine wirklich gefährliche Gegend. Das ist ja merkwürdig. Was denn? Der Navigator.
Navigationstransmitter spielt völlig verrückt. Wahrscheinlich ist er kaputt. Wir haben noch ein Ersatzinstrument im Werkzeugfach, Timmy. Und was, wenn das Instrument nicht kaputt ist? Tja, wenn es nicht kaputt ist, dann würde ich langsam anfangen, mir Sorgen zu machen, weil es da, wo der Wald der Nebelschleier sein sollte, nur gähnende Leere anzeigt. Mit anderen Worten, vor uns ist buchstäblich nichts. War es gar nichts? Ja, nach den Angaben des Navigationstransmitters würden wir sozusagen direkt am Ende der Welt landen, wenn wir diese Flugrichtung beibehalten. Ist hier jemand? Du? Hab ich dich! Und jetzt rede! Du hast nur meine Füße. Keine Bewegung und halt die Hände so, dass ich sie sehen kann. Layla, hast du etwa das Zauberwort vergessen? Oder ich zerschmettere dich mit aller Kraft, die mir zur Verfügung steht. Mit Zauberwort meinte ich eigentlich bitte, aber na gut. Los, steh auf. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, habe ich es gar nicht geschafft, mich richtig vorzustellen. Mein werter Name ist Ophir. Dreh dich um und dann gehst du langsam vor zur Tür. Alles klar. Das ist sicher nur ein Störimpuls, Timmy. Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir lieber im Grenzgebirge landen und zu Fuß weitergehen. Nur für den Fall, dass es keine Störung ist. Was meinst du? Wir haben Besuch. Was? Der schon wieder? Hier, Timmy. Ich kann euch das alles erklären. Besser wär's. Wir sind schon ganz gespannt. Ich wollte in den Wald der Nebelschleier, um meine magische Kraft der Unsichtbarkeit gegen die dort lebenden Monster zu trainieren. Aber weil alle Angst vor Valtor hatten, habe ich niemanden gefunden, der bereit war, mich dorthin zu bringen. Deswegen bin ich hier. Er lügt. Nein, ich lüge nicht, wirklich. Ich habe mich kurz bevor ihr startklar wart, an Bord geschlichen. Ach so, und woher weißt du überhaupt, wo wir hinfliegen wollen? Ich habe gehört, wie ihr in Alfea darüber geredet habt und ich, Schon wieder gelogen. Hey, das wissen wir doch nicht. Flora, hast du schon vergessen? Nur weil er aufgetaucht ist, konnte Valtor mit der Agador-Truhe entkommen. Tut mir leid, ich zerquetsche ihn lieber zu Heldenstaub. Wenn ihr mir allerdings die Truhe und die Tricks gebt, dann lasse ich ihn wieder frei. Ich gebe Tekna völlig recht. Der Kerl riecht doch von oben bis unten nach Verrat. Ich glaube wirklich nicht, dass wir ihm trauen können. Leute, ich störe ja nur ungern eure Diskussion, aber wir erreichen in Kürze die Rückseite des Grenzgebirges. Wenn ihr also noch irgendwelche Nachrichten absetzen wollt, dann würde ich das langsam machen, bevor es zu spät ist. Und was machen wir nun mit unserem blinden Passagier? Ich würde vorschlagen, ich schließe ihn weg. Musa, das Beste ist, wenn ihr ihm Handschellen anlegt. Sie sind in dem Lagerraum links von dir. Dann kann er keine magischen Tricks mehr anwenden. Das wird nicht nötig sein. Wir gehen bei dir aber lieber auf Nummer sicher. Das sehe ich genauso. Gilia, hallo, ich bin's. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wollte dir nur kurz ein paar liebe Grüße rüberschicken, bevor wir das Grenzgebirge hinter uns lassen. Sagt Hallo zu Gilia. Hallo, Gilia. Hallo, Kumpel. Hey. Hallo, Gilia. Hallo. Okay, wir sehen uns wieder, wenn ich zurück bin. Bis dann. Los, komm. Oh-oh. Was ist denn los? Ich habe gerade den neuen Navigationstransmitter installiert und... Und? Er zeigt exakt dasselbe an wie das alte Instrument. Und wenn diese Daten zutreffen sollten, dann erreichen wir in ungefähr 5 Minuten das Ende der Welt. Hä? Oh. Ich bin kein Spion, glaub mir. Ich bin auf eurer Seite. Timmy, aktivier die Sicherung. Huh? Pass auf, hey, ich will du bleibst nur... da drin, verstanden? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Timmy, deaktivier sofort die Absperrung. Ich schätze, wenn Timmy dich hören soll, musst du das Knöpfchen der Gegensprechanlage drücken. Du bist ja ein Schlaumeier, aber kannst du mir verraten, wie ich von hier aus da rankommen soll, hä? Tja, wie es aussieht, sitzen wir wohl beide hier fest, oder? Weißt du was? Bevor wir uns zu Tode langweilen, unterhalten wir uns ein bisschen. Vielleicht lernen wir uns dadurch besser kennen. Also, auf was für Musik stehst du eigentlich so? Oh, kennst du die Band The New Waves? Ich habe sie auf einem Open-Air-Konzert auf Andros gesehen. Mann, die haben eine unglaubliche Show abgeliefert. Feelings and love, signs from above. Ich war auch auf dem Konzert. Das glaube ich ja nicht. Ehrlich? Ja. Und es heißt Passion and love, signs from above. Das ist nämlich zufälligerweise mein absoluter Lieblingssong.
Ja, meine auch. Und am besten gefällt mir die Stelle, wo sie über ihre Gefühle reden und er zu ihr findet. Wirklich toll. Gefällt mir. Ja, ja, ich finde den auch total toll. Hey, jetzt warte mal. Hast du mich mit einem Harmoniezauber belegt oder so? Wie kommst du darauf? Ich erzähle einfach nur von ihr. Das kannst du dir sparen. Sag mir lieber, was du auf Andros gewollt hast. Hä? Ah! Ah! Bleib hier! Haltet euch alle gut fest, wir stürzen ab! Ich versuche ja, die Kiste hochzuziehen, Timmy, aber ich schaff's einfach nicht. Ist doch unglaublich, was die uns heute Morgen für einen Fraß aufgetischt haben, oder? Psst. Was denn? Was ist los, hä? Eine Nachricht von Flora und den anderen. Hallo! Hallo! Nett von Ihnen, hm? Hey, spul das Ganze nochmal zurück. Wieso? Hier, hast du das gesehen? Ich glaub's nicht. Wer ist dieser Kerl? Und wieso sieht es so aus, als ob Newser ihn gleich küsst? Gute Frage. Tja, keine Ahnung, vielleicht will sie nur... Riven? Oh, oh. Wir müssen da lang, das ist die richtige Richtung. Seid ihr euch da wirklich sicher? Na klar, absolut, Stella, dafür haben wir doch unser Gespür. Das hier ist ein Elfenjob, vertraut uns. Ja, ihr solltet froh sein, dass ihr uns mitgenommen habt, denn wenn wir nicht hier wären, dann... Was? Was war denn das? Sky! Na, na, wartet! Den zeigen wir es. Wings Enchanted! Nimm mir die Fesseln ab, ich kann euch helfen. Nein, auf keinen Fall. Mich gerettet. Glaubst du mir jetzt? Ich hab dir doch gesagt, ich stehe auf eurer Seite. Musa, versuch deine Kraft zu konzentrieren.
hättest dich doch die ganze Zeit von deinen Fesseln befreien können, aber du hast es nicht getan. Warum nicht? Naja, du hast es mir doch verboten. Oh. Leila! Hey, was machst du denn da? Leila, ich glaube, es ist das Beste, wenn du mir die Handschellen wieder anlegst. Deine Freunde haben jetzt weitaus wichtigere Dinge zu klären, als die Frage, ob sie mir vertrauen können oder nicht. Leila! Ich bin hier drüben, Blum! Das bringt alles nichts, Piff. Ich habe den rechten Flügel repariert, alles wieder miteinander verbunden, das System neu kalibriert und trotzdem kriege ich keine Energie. Hä? Was ist denn? Was ist denn los? Los, zeig dich! Wer ist da? Ah! Hey, ganz cool bleiben, Kleiner. Oh, Riven! Alles klar, also wo ist der Typ? Welcher Typ? Ach, ich weiß schon, du meinst Ophir. Der ist gerade mit den anderen im Wald. Hey, Riven, warte! Du kannst nicht alleine da rausgehen, nur die Elfen kennen die Gegend hier. Hilf! Komm! Weiter geht's nicht. Noch näher dürfen wir nicht ran. Warum denn nicht? Es ist zu gefährlich, noch näher an den Roten Turm ranzugehen. Aber habt ihr nicht gesagt, dass die Elfen keine Gefahr scheuen? Doch, aber es gibt solche und solche Gefahren. Außerdem müssen wir auch wieder zurück ins Elfendorf. Mach's gut, Blum. Mach dir keine Sorgen, Loquette. Wir sind schneller wieder zusammen, als du denkst. Das kann ich dir versprechen. Aber du musst verstehen, dass wir einen Weg finden müssen, Walter aufzuhalten. Erst wenn uns das gelungen ist, können wir wieder daran denken, nach Alfea zurückzukehren. Aber wir sehen uns bald wieder. Okay, Mädels. Na dann, Abflug im Gänsemarsch. Mir nach. Ich bin gespannt. Hä? Also, wo ist denn nun dieses berühmte Portal? Ich glaube, das hier ist es. Na komm, mach auf. Auf dieser Tür hier sind jede Menge Schriftzeichen. Und weißt du auch, was sie bedeuten? Sky! Achtung, passt auf, da vorne! Vielleicht sollte ich die Handschellen jetzt abnehmen. Ja, mach schon.
okay? Pass auf! Oh nein. Musa. Oh, oh, oh. Lass sie sofort runter. Riven, sie braucht Hilfe. Ich werde es dir nicht noch einmal sagen. Du sollst meine Freundin sofort wieder runterlassen. Was erwartet die Wings hinter dem Eingang zum Roten Turm? Was ist das Geheimnis der Wassersterne? Und wie sieht Ophirs wahres Gesicht aus? Findet es mit uns heraus in der nächsten Folge des Wings Club.